Wenn ihr wissen wollt, wo es heute hingeht, dann bleibt einfach dran und kommt mit. Willkommen zurück zu einem neuen Video hier aus der Reihe Wandertage. Wie ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt, es ist noch etwas dunkel. Das ist allerdings richtig, denn es ist jetzt gerade mal 7.45 Uhr und ich bin schon hier auf dem Gammrich. Ich bin heute früh ganzzeitig gestartet, weil ich wollte eigentlich vor dem Sonnenaufgang hier sein und eine schöne Zeitrafferaufnahme von dem Sonnenaufgang machen. Die Kamera läuft schon, ich weiß aber noch nicht, ob es was wird, weil die ganzen Tage zuvor war richtig schönes Zeitrafferwetter, also früh, die Sonnenaufgänge waren richtig schön glutrot. Heute Morgen, wo ich losgefahren bin, eine einzige Waschküche, alles voller Nebel, und wenn man mal hier so ins Tal guckt, ist auch Nebel. Alles Wolkenverhang, ich werde trotzdem mal schauen, so kurz vorm 8 geht dann die Sonne richtig auf und dann schauen wir mal, ob die Zeitrafferaufnahme was wird. Gut, wenn nicht, muss ich mal gucken, ob ich vielleicht irgendeinen anderen Tag noch erwische, um eine schöne Zeitrafferaufnahme zu machen. Aber nichtsdestotrotz, heute eine schöne Wanderung. Start, wie gesagt, hier am Gammrich. Ich zeige euch auch die Gammrich-Höhle. Und dann geht es über den Ziegenrücken hoch Richtung Hockstein. Aussicht. Das ist ein wunderbarer, schöner, großer Felsen, eine grandiose Aussicht hier oberhalb vom Polenztal. Man kann bis rüber nach Hohenstein schauen und dann geht es durch die Wolfsschlucht hinunter ins Polenztal, ein Stück talabwärts, und dann geht es einen kleinen Anstieg wieder Richtung Ziegenrücken hoch und dann bin ich schon wieder am Parkplatz. Also eine relativ kleine Runde und auch von der Zeit her relativ kurz. Aber erstmal werden wir hier noch den Sonnenaufgang abwarten und vielleicht auch noch genießen, mal gucken. Und dann starte ich meine Tour und ihr seid natürlich wie immer dabei. Also, es geht los. Meine heutige Tour starte ich hier vom gebührenfreien Wanderparkplatz am Füllhölzelweg. Und von hier geht es direkt in das Gebiet der Kernzone des Nationalparkes, mitten durch den Wald. Es geht hier eine kleine Senke hinunter und dann hinauf auf den Gammrich. Von hier hat man eine wunderbare Aussicht über das Elbsandsteingebirge. Und vom Gammrich geht es dann hinunter Richtung Kurort Raden und dann den Knotenweg hinauf. Das ist ein etwas steilerer Anstieg und der Knotenweg führt mich dann direkt hier zur Verbindungsstraße, da drüber hinweg und direkt zum Hockstein. Am Hockstein hat man eine wunderbare Sicht in das Polenztal und auf die gegenüberliegende Burg Hohenstein und auf den Ort Hohenstein. Und durch die Wolfsschlucht geht es hinunter ins Polenztal und von der Gaststätte und Pension Polenztal ungefähr 2-2,5 Kilometer durch das Polenztal und dann hier geht es hinauf auf den Ziegenrücken und da bin ich schon wieder zurück am Wanderparkplatz. Zwischen Waltersdorf und dem Kurort Raden gelegen, befindet sich der Gammrich direkt an der Verbindungsstraße. Der freistehende 253 Meter hohe Felsen bietet eine weitreichende Aussicht über das Elbsandsteingebirge, vor allem über das Elbtal und die Ebenheiten. Der Name Gammrich stammt aus dem Slawischen. Er wird auf Kamen, das slawische Wort für Stein, zurückgeführt. Im Unterschied zu anderen freistehenden Felsen und Felsgruppen der Sächsischen Schweiz, wie etwa dem Falkenstein oder der Felsenburg Neuraden, diente der Gammrich nie als Burgwarte. Genannt wurde der Gammrich bereits in der von Matthias Oeder 1592 erstellten ersten kursächsischen Landesaufnahme.
Dort wurde er noch als Gammickstein bezeichnet. Bis ins 20. Jahrhundert war auch noch die Bezeichnung Gammarek in Verwendung. Caspar David Friedrich zeichnete den Gammrich 1808 und verwendete das Motiv 1818 in seinem bekannten Bild Der Wanderer über dem Nebelmeer. Keine 100 Meter von der Straße befindet sich die Gammrichhöhle, eine Halbhöhle zwischen zwei Sandsteinschichten. Diese feinen und weniger verfestigten Sandsteinschichten wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts abgebaut und zu feinem Sand zerrieben. Verkauft wurde er als Aufwasch-, Scheuer- und Putzsand, sowie zum Bestreuen von Holzdielen, vor allem in Gasthäusern und Seifenfabriken. Durch diese Sandsteingewinnung reicht die Höhle heute 20 Meter tief in den Gammrichfelsen hinein. Bis 291 Meter ragt der Hockstein über dem Polenztal empor. Von der vorgelagerten Hocksteinaussicht bieten sich Einblicke in das 115 Meter tiefer liegende Polenztal und die gegenüberliegende Burg Hohenstein. Auf dem Hockstein befinden sich die Überreste einer mittelalterlichen Wehranlage. Die heutige Steinbrücke, auch Teufelsbrücke genannt, stammt allerdings aus dem Jahre 1843. Thank you.
erledigt. Ich bin jetzt hier am Hockstein, hier in dieser kleinen Schutzhütte. Und das war eine Tafel hier oben, die existiert bereits seit 1882. Wurde immer wieder von den Anwohnern oder Bewohnern hier aus Hohenstein schön gepflegt und auch immer wieder neu aufgebaut. Und 1974 wurde sie das letzte Mal erneuert. Ich werde jetzt hier eine kleine Rast machen. Ich habe heute mal keinen Trank hier mit. Ich koche auch heute nichts. Heute ist wieder ganz normales Picknick. Ich habe wieder den obligatorischen Pfefferminztee mit. So, den holen wir gleich mal als erstes raus. Da einmal die Flasche. So, dann haben wir ein bisschen Paprika und ein bisschen Gurke. Es gibt natürlich auch wieder schön Mini-Knacker. Und ich habe noch ein paar Schnittschnäpfe geschmiert. Und es fehlt noch. Ah, wo bist du? Rauskramen hier. Hier, einmal Eier. Genau. Mal schon wieder hinstellen. So, ich werde es mir jetzt schmecken lassen und werde eine kleine Pause machen. Und wenn ich dann fertig bin, geht es durch die Wolfsschlucht nach unten ins Pollenstal und ein Stück talwärts. Dann kommt eine Möglichkeit, wieder hochzusteigen auf den Ziegenrücken. Und wenn ich da oben angekommen bin, dann bin ich auch schon wieder am Parkplatz. Und dann ist auch die Tour schon wieder für heute beendet. Aber erstmal lecker essen, stärken, was trinken. Dann zeige ich euch noch die Aussicht hier am Hockstein. Kann man nämlich schön rüberschauen zur Burg Hohenstein und in das Pollenstal. Und während ich jetzt hier schön esse, zeige ich euch die Aussicht. Bis gleich. Nichts geht über einen leckeren Pfefferminztee. Schön heiß, der wärmt richtig schön durch. Ist nicht gerade warm draußen. Wir haben es um die 0 Grad. Und das Wetter ist nicht das Beste. Sollte eigentlich heute auch Sonnenschein sein. Aber heute früh schon auf dem Herweg war alles so diesig, neblig. Das hat sich dann noch bestätigt auf dem Gammrich, habt ihr ja schon gesehen. Und es ist auch nie wirklich besser geworden. Die Sonne hat es noch nie geschafft, sich hier durchzukämpfen. Aber das ist natürlich auch wunderschön, wenn so diese Nebelschwaden hier durch die Täler wabern. Zeige ich euch gleich mal hier das Tal. Genau. Ich esse erstmal weiter. Ihr schaut noch ein bisschen. Ich zeige euch noch ein paar schöne Bilder hier vom Hockstein und dann geht's weiter. Das gab es früher in der DDR. Da konnte man die gekochten Eier drin aufbewahren. Und das gibt es jetzt mittlerweile auch wieder in jedem DDR-Museum oder DDR-Laden. Gibt es das wieder zu kaufen. Hier passen zwei gekochte Eier rein, hart oder weich gekocht. Dann sind hier noch zwei Löffel drin. Einen habe ich gerade und in der Mitte zeige ich euch. Bisschen noch so ein kleiner Salzsteuer drin und da hat man alles zusammen. Da können zwei Leute essen, ist alles aufgeräumt und ich lasse mir jetzt mein Ei schmecken. Bis gleich. Am Hockstein befindet sich eine enge Felsspalte, die man begehen kann, die sogenannte Wolfsschlucht. Ein spektakulärer Auf- oder Abstieg vom oder ins Pollenstal.
Geschafft. Hinter mir die Wolfsschlucht. Ich muss sagen, affengeil. Also richtig schön. Richtig schön gemacht. Hier unten ist es richtig eng. Das letzte Stück hier. Aber das muss man auf jeden Fall erlebt haben. Ist relativ kurz, also man kann es auch bequem von unten nach oben steigen. Aber von oben nach unten ist es natürlich viel schöner, weil es bergab geht. Gut, jetzt geht es weiter ins Polenstal.
So ihr Lieben, das soll es für heute schon gewesen sein, hier von meiner kleinen, aber feinen Wanderung. Und wie ihr sehen konntet, ist das für groß oder klein, jung oder alt auf jeden Fall machbar. Es gibt hier und da diverse kleine Stellen, wo es vielleicht ein bisschen auf die Trittsicherheit drauf ankommt und auf ein gewisses schwindelfreies Gefühl, sage ich mal so. Aber ich denke, das wird jeder hier schaffen. Gut, das Wetter hat natürlich nicht so schön gepasst, aber gerade um diese Jahreszeit ist natürlich auch weniger los. Im Sommer mag das anders sein. Gut, ihr Lieben, das soll es für mir heute schon gewesen sein. Ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Ihr könnt mich gerne hier auf meinem YouTube-Kanal abonnieren. Schreibt was in die Kommentare. Daumen nach oben auf jeden Fall nicht vergessen und betätigt die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Ihr könnt mich auch auf Facebook besuchen, dort ein Like dalassen, auch was kommentieren. Bei Instagram seht ihr das ein oder andere Foto. Und seit kurzem habe ich auch eine eigene Internetseite, www.der-wanderfritze.de. Schaut da mal vorbei, da gibt es auch immer hilfreiche Informationen, Gesetze, Verordnungen und in der Bildergalerie seht ihr dann auch die neuesten Fotos. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Bis zum nächsten Video. Sagt Tschüss, euer Wanderfritze.